tatsächlich eine partizipative Raum-Klang-Installation. Ihr habt quasi den Neumarkt adaptiert sozusagen und hier reingespielt. Ich habe versucht, diesen sterilen, kalten Platz wiederzugeben, aber mit der Möglichkeit, dass es eben entwerfend ist, dass es nicht nur im Rahmen einer vorgegebenen Möglichkeit genutzt werden kann, sondern dass man hingehen kann, kann die Keilrahmen von der Wand nehmen, kann die bemalen, kann die Panels der Lautsprecher an sich bemalen. Es ist wirklich als Rahmen gedacht, als vorgegebener Rahmen, in dem alles passiert. Einzelnen Lautsprechern zuordnen, wenn man das möchte, aussehen. Man kann aber auch eigene aufnehmen, wenn man es möchte, oder eigene Statements und die auch wieder den jeweiligen Lautsprechern zuweisen. Also man kann auch den Raum akustisch umgestalten, so wie man das eben gerne hätte. Es ist ein bisschen ein Angebot, sich einen Ort zu ermächtigen, wenn man das möchte. Und es ist natürlich von uns ein abstraktes Angebot, weil ja unser Platz eine Abstraktion von dem anderen Platz ist sozusagen. Also man hat hier leichtes Spiel, da ist die Hemmschwelle deutlich niedriger, als es bei Ermächtigen zu tun. Und der Vorteil ist auch der, dass der Schaden ist deutlich kleiner, weil wenn man sich jetzt das bildlich überlegt und Horden würden zum Neumarkt stürmen und würden ihn verändern nach ihrem Gusto sozusagen, das würde wahrscheinlich zu sehr drastischen Konsequenzen führen. Und man sollte das ein bisschen als Spielwiese auffassen.